Apfelkorn 94. Servus und hallo, Syncon 94 wieder am Start. Heute in meinem Video geht es um die ultimative Retro-Gaming-Spielekonsole auf meinem alten Computer, wie man im Video sehen kann. Mein Menü in dem Programm schaut so aus, wobei man das x-beliebig ändern bzw. designen kann. Auf dem Programm kann man echt fast alle alten Spielekonsolen emulieren und das funktioniert tadellos. Ich habe mir heute in meinem Computer einen 6-Core-Prozessor eingebaut und eine GeForce-Grafikkarte. Damit ist es mir sogar möglich, PlayStation 2-Spiele und GameCube-Spiele ohne Ruckler, ohne Aussetzer zum Spielen. Man kann auch ganz normal über die USB-Ports die Controller anschließen, werden sofort erkannt. Man kann sogar noch eigens konfigurieren, wenn man das möchte. Hat der Computer Bluetooth, kann man auch die Controller per Bluetooth verbinden. So muss das sein. Wo man das Programm runterladen kann, das packe ich unten in die Videobeschreibung. Auf derer Webseite ist er perfekt erklärt, wie man das Ganze richtig installiert und das Programm am PC bootfähig macht. Wie ihr jetzt im Video erkennen könnt, habe ich zu jedem Spiel ein Cover und ein Miniclip, damit man auch gleich weiß, worum es in dem Spiel geht. Das ist aber vorab nicht so installiert und eingerichtet, das muss man selber einrichten, aber dazu gibt es genügend Anleitungen im Internet und ist keine Hexerei nicht. Die ganzen ROMs bzw. Spiele kann man offiziell im Internet erwerben. Natürlich gibt es genug Anbieter, die was das illegal vertreiben. Wobei, wie es der Name schon sagt, das ist illegal, somit nicht erlaubt. Das wäre in jedem seine Sache, ob man das macht oder nicht. Das ganze Programm nennt sich Patochera und basiert auf dem Betriebssystem Linux. Die Entwickler dessen Programms haben natürlich ein eigenes Forum. Dort kann man jede Frage bzw. jedes Anliegen stellen. Binnen vor kürzester Zeit wird das beantwortet. Das ist echt der Hammer, so lobe ich mir das. Also wirklich ein Spitzensupport. Auf dem Programm ist sogar vorab Code installiert, das Media Center. Einige von euch kennen es sicher. Dazu habe ich ein eigenes Video, das verlinke ich jetzt. Man kann auch einen Bildschirmschoner einrichten, je nachdem wann er starten soll. Da habt ihr auch ein kurzes Video von Spüle. Mit dem Titel, wie das Spiel heißt, und wenn man Start drücken darf, dann kramert man sogar direkt ins Spiel rein. So, und jetzt die wichtigste Frage: Wie bringe ich eigentlich die ganzen Spiele auf den Computer? Und zwar funktioniert das so: Es geht in die Einstellungen, Netzwerkeinstellungen und schreibt euch dort nochmal eure IP-Adresse raus, die was euren Computer, eurer Spielekonsole vergeben worden ist. Dann geht's zu euren separaten Laptop oder Computer, öffnet dort in Datei Explorer, klickt auf Desktop, dann klickt oben auf das kleine Desktop-Symbol, dort, aber ganz wichtig, macht's zwar Backslash und dann gebt ihr erst die IP-Adresse ein und dann greift schon auf eure Spielekonsole zu. Dann auf Share und in den Share-Ordner habt ihr dann im BIOS-Ordner drinnen. Dort sind natürlich alle Dateien drinnen, damit da die ganzen Spielekonsolen emuliert werden können, damit das funktioniert. Der andere wichtige Ordner ist dann ROMs, weil in den Ordner gehören die ganzen Spiele einkopiert. So, jetzt glaube ich, habe ich alles Wichtige gesagt. Somit war es eigentlich schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gut gefallen. Bei Fragen, einfach Fragen, wurscht ob Kommentare oder E-Mail. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Abo da, folgt mir auf meine Social Media Kanäle und somit haut rein, euer Syncon94.